Sondersein ist eine der besonderen Eigenschaften des Egos. Ich bin aber anders als die anderen. Es war so lustig, bei Woodstock waren ja 400.000 Leute 1969. Die waren alle anders. Jedes komplett individuell. Alle hatten Hosen, Jeans mit Hosen mit Schlag. Alle hatten die gleichen Koteletten und die gleichen Brillen und die gleichen Afrohaare und die gleichen Liebesperlen und die gleichen dies und die gleichen das und die gleichen jenes. 400.000 Individualisten. Ich bin anders. Das sind die Punks. Waren ja auch alle anders. Spätestens als ich dann in den 80er Jahren bei Macy's im Kaufhaus maßgeschneiderte Punk-Klamotten gesehen habe, wusste ich, dass Frank Zappa doch recht hatte. Frank Zappa hat dann drüber gesungen und sagte, it's a tinsel town, ist Slang für Hollywood. It's a tinsel town, a rebellion. A tinsel town, rebellion. Das ist eine Hollywood-inszenierte. All diese Sachen. Schon in London, die Flower Power, die British Revolution und wie es alles hieß, die Beatles. Maßgeschneiderte Bands vom Royal Institute of International Affairs, RIA, vom Tavistock Institute, die indischen Gurus, Maharishi. All diese Sachen war alles maßgeschneidert, um die Leute zu Drogen zu führen, zu diesem zu führen, jenem zu führen. Super Musik, ich höre die Beatles, die frühen Beatles fand ich scheiße. So Twist and Shout, sowas kann ich nicht hören. Aber so Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Klar, das war meine Welt. Ich bin in dieser Welt aufgewachsen. Ich war einer der ersten, die LSD genommen hat. Nicht, dass es irgendwelche Nebenwirkungen hinterlassen hätte. Nein, aber es ist alles inszeniert. Alles Social Engineering. Sondersein. Millionen von Individualisten. Interessanterweise bedeutet das Wort Individuum was? Die Widere teilen Individuum unteilbar. Seltsam, die Ironie. Naja, die Arbeit mit allen Tricks. Aber dieses Sondersein, ich bin anders als die anderen, ich bin individuell. Und da die Leute immer ähnlicher werden, immer weniger Eigenes, immer weniger Originalität haben, müssen sie sich selber die Illusion kreieren, sie seien anders als andere. Und das ist das, was ich mit der Funktion des Egos meine. Und dann will jeder einzigartig sein. Und merken nicht, je mehr sie versuchen, einzigartig zu sein. Das ist im Tao Te Ching wieder wunderbar beschrieben. Jeder, der versucht, etwas zu sein, ist nichts. Jeder, der zufrieden ist, nichts zu sein, hat die Chance, etwas zu sein. Und wie steht es so schön in dem alten Buch Zen or the Art of Motorcycle Maintenance? Jeder Versuch, Selbstdarstellung um der Selbstdarstellung willen, endet in Desaster. Und das ist Narzissmus. Das fühlst du in der ganzen Generation. Guck mal, die ganzen Lockerflockigen, hey, das ist voll Prio, Alter. Du, ich zieh da gerade selber ein Business hoch. Das ist so eine App im E-Commerce. Mobile First Digger. Die Checker-Generation, so um die 30. So, ich bin der Checker. Ja. Immer dieses Checkertum. Ja, wir sind irgendwie lockerflockige Zwangsdynamik. Und was das ist, ist eine ganze Generation, Generation doof, wie ich sie nenne, die nichts drauf haben. Und das müssen sie kompensieren durch Checkertum, durch ich bin, wir sind so, ja, wir sind cool und wir sind viel cooler als die. Ah, die sind ja schon über 30, ja, die sind ja schon alt. Yo, Bitch. Und das ist einfach, die ganze Musik klingt, jedes fucking Hip-Hop-Lied klingt identisch. Alles, was die machen, ist identisch. Es ist aus der Retorte. Hey, yo, hey, yo. Alles gleich, ob Katy Perry oder Beyoncé oder wie sie ganz heißen. Alles Satanismus oder Lady Gaga oder frag mich nicht. Alles nur sinnlose Profilierung, Narzissmus im Endstadium. Narzissmus ist Überkompensation für Mangel an Selbstwertgefühl. Nichts anderes. Und das ist dieses Sondersein. Ich bin aber anders, ich bin originell, ich bin einzigartig, ich bin anders als die anderen. Und das sind alles Exzesse, die dich so angreifbar machen für alles, was die Eliten sich ausdenken. Und deshalb heißt es ja auch bei, wie heißt es, Devil's Advocate in dem Film mit Al Pacino und Keanu Reeves. Am Schluss dann, wo er alle Tests besteht, und dann kommt der Teufel und sagt, hey, willst du nicht darüber reden? Also Al Pacino oder ein Reporter. Und dann kommt, ja, okay, ich mach's. Und dann verhandelt er sich doch wieder in Al Pacino, den Teufel, und sagt, Vanity, my very favorite sin, meine Lieblingseitelkeit, meine Lieblingssünde. Ja, das sind Funktionen des Egos. Ich bin was Besonderes, ich muss was Besonderes sein. Und je mehr du das versuchst, desto mehr zeigst du, dass du nichts bist. Selfie, das ist, wenn ich jeden Furz von mir fotografieren muss. Jedes Essen, jede Mahlzeit, jedes, mit wem ich da gerade war, mit wem ich gerade, wenn ich gerade kennengelernt habe. Wenn ich mit Leuten überlege, ja, das könnte ja jemand Berühmtes sein. Auch eine Form des Narzissmus. Alles nur noch berechnet, weil du dir Vorteile davon versprichst. Sehen wir uns mal Ihren Einflussbereich an. Kurz rauszoomen. Tolle Peripherie. Fremde mögen Sie, das ist ein Plus.
Gesunder innerer Kreis? Schön. Die meisten ihrer Interaktionen begrenzen sich auf ihren inneren Kreis und das sind hauptsächlich, entschuldigen Sie mich, Menschen aus unteren Schichten. Das gleiche gilt für den äußeren Kreis. Abgesehen von gegenseitiger 5-Sterne-Bewertungen aus dem Dienstleistungsbereich ist da nicht viel, soweit ich das sehen kann. Also in Bezug auf Qualität könnten Sie ein wenig Hilfe gebrauchen. Idealerweise heißt das gute Bewertungen von besseren Menschen. Besseren Menschen? Hohe Vierer. Wenn Sie hoch angesehene Leute beeindrucken, steigt Ihre Kurve und das ist dann Ihr Boost. Die wirklichen Prominenten, die ich kennengelernt habe, das waren nicht wenige, habe ich immer kennengelernt, wenn ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Gar nicht damit gerechnet habe und auch keine Absichten hatte. Die geilsten Frauen habe ich immer dann kennengelernt, weil ich gar nichts Böses gedacht habe. Wenn ich losgelassen habe. Aber nicht, weil ich es wollte oder weil ich irgendwas haben musste. Und je mehr du versuchst, irgendetwas zu sein oder darzustellen, desto mehr zeigst du dadurch, dass du es nötig hast und dass du nicht bist. Je mehr du versuchst, jemanden zu beeindrucken, desto mehr wirst du die Leute nicht beeindrucken, sondern dich als ein needy, kleines, mieses Arschloch präsentieren. Das sind alles Funktionen dieses Egos, die uns am Arsch haben, die uns reiten wie der Teufel und die uns korrupt machen, bestechlich machen und zu Sachen treiben, die einfach uns absolut zerstören. Dann kannst du keine Power mehr haben.